Für mich besteht Heimat aus ganz vielen Teilen. Warte, ich muss das anders anfangen. Ich würde mich am liebsten jetzt über irgendwas ereifern. Also meine Heimat hat nämlich Platz für die Welt. Und das ist nicht bei jedem so. Wenn jetzt irgendwelche Nazis zum Beispiel ankommen und nicht begreifen, wo jetzt der Zusammenhang ist zwischen einem afrikanischen Turban und ihrer heimatlichen Tracht, ne? Dann tut's mir leid, dass die so einen engen Horizont haben. Wir leben ja heute in einer großen, weiten Welt, wo es ganz viele Einflüsse gibt in meinem alltäglichen Leben. Unsere Nachbarn, die sind aus Kosovo oder aus Albanien oder aus Vietnam, was weiß ich. Das ist ja ganz normal, das ist ja unsere Realität. Und deswegen ist es für mich überhaupt kein Widerspruch, wenn ich einen afrikanischen Stoff mit einer schwäbischen Tracht kombiniert zum Beispiel. Ich bin die Sandra und da bin ich daheim.